Die Antwort ist, wir machen das Richtige. Ja? Das ist gesellschaftspolitisch gar nicht anders darstellbar. Wir hatten, Sie haben das Delle genannt, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir eine Delle hatten. Wir hatten das Gefühl, das kann ja gar nicht sein, dass das so lange gut geht. Ja? Das ist aber was anderes als eine Delle. Ja? Und irgendwie, wenn das jetzt nicht passiert wäre mit dem Covid, hätten wir uns vielleicht das eine oder andere auch hergeredet. Nur auch um bestimmte Dinge, von denen wir sagen, ich meine, wir sind jetzt mitten im 21. Jahrhundert, da muss ja mal auch was Neues kommen. Ja, wir haben ja, das ist aber typisch menschheitsgeschichtlich, die ersten 10 Jahre eines neuen Jahrhunderts macht man das weiter, was man vorher gemacht hat, und irgendwann sagt man, jetzt kommt sicher was Neues. Ja. Das war dann die Digitalisierung und all die Herausforderungen, die wir da ja schon alle diskutiert haben. Das ist ja nichts Neues. Aber dass wir dieses Geld ausgeben, wissen Sie, das hat ja, wir sind 80 Millionen Menschen, die im enorm komplexen Wirtschaftsleben sind, und wir wollen alle auch gut leben. Und wir konnten nicht über Nacht das Wirtschaftsleben praktisch auf Null fahren und die Leute sich selbst überlassen. Das haben andere Länder gemacht mit den entsprechenden, vielleicht langfristig verheerenden Folgen. Und wir sind jetzt hier mal eingesprungen in einem Land, was davor beim Steueraufkommen, unser Finanzminister, der ehemalige, sagen konnte, ich mache keine neuen Schulden mehr. Ja? Also wir hatten uns ja eigentlich auch auf sowas fast schon vorbereitet. Und die Frage ist eigentlich nicht, ob wir das Richtige getan haben, sondern ob wir das so weitermachen müssen. Nicht? Das ist eine andere Frage. Aber dass wir da das Richtige und auch vorbildlich gemacht haben, das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, das darf man auch nicht pauschalieren. Natürlich gibt es immer bei so viel Geld auch schwarze Schafe, ja. Aber ich denke, das ist ein enorm verantwortliches Umgehen jetzt damit, auch gesellschaftlich, wie wir auch mit dem Geld der künftigen Generationen umgehen. Da sind wir jetzt, glaube ich, gerade am Beginn einer Diskussion. Also ich habe da eine ganz persönliche Meinung dazu. Jetzt lassen wir die Deutschen doch einfach mal in Ruhe in Urlaub gehen, ja. Das haben sich viele Leute sehr verdient, Familien, die Angst hatten, ja. Und dann schauen wir uns den Herbst an, und dann ist es klar, wir sind hier auf der Restrukturierungstagung des Handelsblatts. Ich habe das am Schlusswort auch gesagt. Konkurs, da kommen wir alle her, ist eine Marktbereinigung. Das ist vielleicht, das Wort kommt ja, früher hieß es Bankrott, ja, Bankarotta, da war auf dem Marktplatz, wenn einer da nicht mehr zurückzahlen konnte, hat man seine Handelsbank, also seinen Marktstand kaputtgeschlagen. Ja? Da kommt es her. Das wird eine Bereinigung geben, und die, die die Hausaufgaben nicht gemacht haben und wo wir teilweise auch als Restrukturierer schon seit Jahren gesagt haben, ihr müsst mehr machen, ja, ihr müsst die Digitalisierung, die Transformationen, vielleicht auch das ein oder andere Produkt, ihr müsst da mehr machen, da wird es jetzt auch eine Bereinigung geben, ja. Und der Herr Oettinger hat das eigentlich heute Morgen auch sehr gut geschildert und hat gesagt, es geht nicht nur darum zu bereinigen, sondern es geht auch darum zu stärken, ja, die Richtigen zu stärken. Im europäischen Kontext fand ich sehr gut. Aber es ist mitnichten so, dass wir jetzt sagen würden, ach, da wird jetzt sinnlos Geld ausgegeben. Es wird einen Moment geben, das kann ich schon sicher sagen, wo auch die Bevölkerung sagen wird, jetzt ist irgendwie gut, jetzt müssen auch die, die es können, weitermachen, und die, die es nicht mehr können. Aber dann gehen sie am nächsten Tag zum Italiener an der Ecke, ja, und sagen, auch schön, dass der noch Pizza verkauft, obwohl der ums Überleben ringt, ja, und da jetzt verzweifelt versucht, diese Themen. Und dann sagt man, ach, finde doch, dass dem, gut, dass dem geholfen wurde. Ja. Also ich glaube, dass wir da auch sehr differenziert unterwegs sein müssen. Und ich wäre der Meinung, dass wir gerade im Bereich der Small and Medium Business weiterhin helfen müssen. Auch im Bereich der Kultur, das habe ich heute mehrfach in der Tagung gesagt, das besteht nicht, das Wirtschaftsleben besteht nicht nur aus dem Herstellen von irgendwelchen Produkten, sondern ein großer Teil unseres Wirtschaftslebens ist auch unser Kultursektor. Der gehört zu einer entwickelten Gesellschaft dazu, und auch der wird weiterhin eine starke Unterstützung brauchen. Die Restrukturierer, ja, wir sind ja eine Gruppe mit verschiedenen Skills, wie wir das so schön nennen, ja, und wenn wir es gut machen, dann kooperieren wir auf Projekten gemeinsam möglichst effizient aus unterschiedlichsten Richtungen, und manchmal hilft es auch, dass wir uns da gut kennen, deswegen hilft auch so eine Tagung, ja. Ich glaube, wir haben das immer wieder gesagt, wir haben Werkzeuge, die stehen in einem Werkzeugkasten definiert, und die setzen wir möglichst virtuos ein, ja. Aber wir sind wie Ärzte mit einem Besteck. Wir können operieren,
Wir sind wahrscheinlich eher die Chirurgen als die, also, und vielleicht müssen wir auch manchmal Anästhesisten sein, ja, aber wir sind wahrscheinlich eher nicht die Internisten, ja. Und der Chirurg macht den Menschen nicht heil, ja, sondern die Konstitution des Körpers macht den Menschen heil, ja, und der hat einen Heilungsvorgang, der muss vielleicht in die Reha, also jetzt höre ich auf mit dem Medizinvergleich, aber der ist gar nicht so schlecht, weil wenn Sie von Geschäftsmodell sprechen und das klingt so abgehoben irgendwie, und wir haben das heute auch hinterfragt als Begriff und gesagt, ja, das, was heißt Modell, Geschäftsmodell, das ist wie ein, aus der Modewelt entlehnter Begriff vielleicht sogar, ja. Es geht einfach darum, dass ich weiß, wofür ich das Geld, das mir vom Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, einsetze und dass ich daran glaube, dass das auch mit Gewinn eingesetzt werden kann. Wenn kein Gewinn gemacht wird, können keine Arbeitsplätze gehalten werden. Ja? Und wenn keine Arbeitsplätze mehr gehalten werden können, weil keine Gewinne gemacht werden, dann bricht das Wirtschaftsleben zusammen. Und unser Job ist es eigentlich, nicht jetzt Geschäftsmodelle dahin oder dorthin zu bewerten, sondern letzten Endes gemeinsam mit Spezialisten, und lass mich da gleich noch einen Satz sagen, mit Spezialisten festzustellen, ob es Sinn macht, dass der Unternehmer oder wenn es dann im schlimmsten Fall das Bankenkonsortium ist oder wer auch immer, ja, oder jemand, den die da bitten, das zu machen, ob die noch dran glauben, dass es sich lohnt, diesen Menschen nicht sterben zu lassen, um wieder in das ärztliche Bild zu kommen. Wissen Sie, vor einiger Zeit, vor 10, 15 Jahren, da im Bereich des neuen Marktes, da wurde Due Diligence ja plötzlich nicht mehr von den Anwaltskanzleien so sehr gemacht, sondern als Technical Due Diligence. Da gab es ja wirklich Leute, die sind gekommen, haben geschaut, ist das, was diese jungen Herrschaften sich da ausgedacht haben, wirklich tragfähig. Ich glaube, wir müssen uns wirklich mehr auch wieder mit der Frage von Technical Due Diligence beschäftigen, also der Frage, sind es technische und technologische Höchstleistungen, werden die sich am Markt durchsetzen? Ist jemand wie beispielsweise das Fraunhofer-Institut auch der Meinung, dass das oder der TÜV oder wer auch immer, ja, nicht nur, dass es irgendwo vielleicht Käufer gibt, sondern dass das als deutsches Produkt technisch Marktspitze ist, ja? Und wenn wir da zusätzlichen Support bekommen, ja, und dann glaube ich, können Restrukturierer ohne weiteres aus Erfahrung auch sagen, ob Geschäftsmodelle funktionieren oder nicht. Ja. Gut, ich bin jetzt von Hause aus Arbeitsrechtler, von daher treffen Sie da jetzt gewissermaßen den Nagel auf den Kopf. Aber ich glaube, ich muss Ihnen da noch zwei Perspektiven dazu geben. Die Perspektive Nummer eins kam heute am Ende der Tagung, jetzt heute am heutigen Tag auf. Das ist die Perspektive der nächsten Bundestagswahl. Und die wird entschieden werden im Zentrum, in der sogenannten Mitte, wo immer die immer liegt. Ja? Aber da werden Wahlen entschieden in den großen Bundesländern. Und die großen Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, aber auch die neuen Bundesländer, ja, denken Sie an Sachsen, da werden die Wahlen entschieden. Und die, wenn wir die in der Mitte gewinnen wollen, ja, und das wollen viele, glaube ich, das können wir nicht schaffen mit einem Heer von Arbeitslosen. Das heißt, die Frage, wie wir das bewältigen auf dem Arbeitsmarkt, ist eine wichtige Frage. Ich bin nicht sicher, ob das Kurzarbeitsmodell verlängert werden sollte. Denn jetzt muss auch in den Unternehmen die Entscheidung getroffen werden, ob man mit den Mitarbeitern weiterarbeitet oder nicht. Warum? Weil eine Kurzarbeit, wissen Sie, das ist arbeitspsychologisch eine Katastrophe. Das heißt, ich kriege weniger Geld. Das heißt, mein Arbeitsplatz ist möglicherweise in Gefahr. Daran hängt eine ganze Familie und ich darf vielleicht sogar nicht mal in Betrieb rein, weil wir Kurzarbeit null machen und sitze daheim. Ich verlerne zu arbeiten. Ja. Das hat tiefe psychologische Wirkung und wir haben Zeiten gehabt, jetzt wo das Vierfache, Fünffache dessen an Kurzarbeitspotenzial ausgeschöpft wurde wie während der Finanzkrise. Das heißt, es gab Zeiten, wo meines Erachtens die Hälfte der Deutschen direkt oder indirekt, also aber wahrscheinlich sogar eher direkt in der Familie von Kurzarbeit betroffen waren. Ich glaube, das müssen wir beenden. Also wir müssen da Perspektive geben, ja, und zwar zum Jahreswechsel. Und dann wird die entscheidende Frage können, wie machen wir das, dass die Menschen aber jetzt nicht in dieses Arbeitslosenraster reinfallen. Und da wird das Thema, was mein Lieblingsthema ist, Requalifizierung, Transfergesellschaften, Qualifizierungsgesellschaften, all das ist heute schon besprochen worden. Ja. Das wird Renaissance haben, das muss staatlich gefördert werden, das ist auch eine gute Förderung. Ja. Und da werden wir uns jetzt ganz, ganz intensiv im Herbst drum kümmern müssen. Es gibt einen weiteren Punkt, was viele unterschätzen. Wir haben nicht nur Bundestagswahl, wo plötzlich in Deutschland alle wählen. Wir haben ein Jahr später Betriebsratswahlen in Deutschland. Und da wählen alle deutschen Betriebe ihren Betriebsrat neu im Jahr 2022. Der Wahlkampf wird auch 2021 sein.
Und da wird es um die Frage gehen, ob es auch in unseren Betrieben, also bei der Mehrzahl der Deutschen, wo wir uns jeden Tag aufhalten, gelingt, sage ich mal, das gemäßigte, sinnvolle, soziale und auch, ich sage mal, im Konsens geprägte Organisationsmodell unserer, was wir heute Labor Relations nennen, ja, also der Zusammenarbeit in den Betrieben, zu retten. Gegen Gefahren, auch von außen. Ja. Und die Frage, ob zum Beispiel die IG Metall oder andere Gewerkschaften geschwächt oder gestärkt aus der Krise hervorkommen, wird eine zentrale Frage unserer gesellschaftspolitischen Konsenses werden. Ja. Und ich glaube, dass wir deswegen auch Lösungen mit den Gewerkschaften und nicht gegen die Gewerkschaften jetzt suchen müssen, ist ganz wichtig. Denn es wäre kurzfristig, jetzt nur auf die Arbeitslosigkeit zu schauen und sagen, okay, dann haben wir das mit der Bundestagswahl so halbwegs hinbekommen. Und ein Jahr später wählen radikale Gruppen in die Betriebsräte hinein, ich sage es ganz deutlich, Spinner, ja, und legen unsere Betriebe lahm. Auf diese Weise. Ja. Wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Betriebsräte und unsere Gewerkschaften nicht als Verlierer, sondern gestärkt aus diesem Prozess herausgehen. Ja, und ich glaube, heute im Handelsblatt ist ein großes Interview zwischen dem Vorsitzenden der SPD und dem Vorsitzenden der IG Metall, wo die so also einen Schulterschluss wieder suchen. Ja. Aber solche Vorgänge, die also wir, der eine oder andere vielleicht so mit Schadenfreude wahrgenommen haben, die sind sozialpolitisch ganz, ganz schlimm für uns. Und da müssen wir behutsamer miteinander umgehen.